Ist egal, es hat ja drei weiße Totenköpfe. Das passt schon so, wie es ist. Vor allem, wir müssen ja welche vergraben, damit wir Geld bekommen. Das ist ja unsere Hauptgeldeinnahmequelle zurzeit. Ich habe jetzt 4 Stück. Mit dem uns sind es 5 Leichen, wo ich noch was rumtun kann. Das bedeutet, ich brauche mehr Brennholz. Nebenbei, Nägel und so kann ich jetzt so auch herstellen. Okay, wir machen 5 Brennholz draus. Das sollte ja dann für meine Bedürfnisse erstmal reichen. Also ich finde das Spiel ziemlich witzig, was man hier alles machen kann. Bisschen moralisch nicht in Ordnung, aber hey. Achso, nein, das mache ich umgekehrt. So stelle ich die nicht her. Okay, wie stelle ich die dann her? Wie und mit was stelle ich die dann her? Komisch, komisch, komisch. Okay, machen wir erstmal einen Nagel. Okay, einen Nagel und einmal ein Eisenstück. Habe ich beides einmal gemacht. Steinschneider. Den kann ich doch hierhin tun. Komplexes Eisenstück. Wie stelle ich die denn her? Okay, warte. Okay, ich brauche das da für einen Stein. Ich brauche das da für Eisen. Kann aus Eisenadern in Bergen gewonnen werden. Hier mache ich Stein draus. Lehm brauche ich. Ah, und hier mache ich so ein gutes Grabstein. Ah, okay. Dann kann ich ein paar Grabsteine machen. Super. Wir gucken uns mal die Leiche an. Autopsie. Ich will gucken, ob Fett auch einen roten wegmacht. Das konnte ich ja jetzt so nicht mehr sehen. Ja. Muss ich mir erstmal was zu essen holen. Hab nicht ansatzweise genug Energie dafür. Okay, benutzen. Ah, die Tage sind hier voll kurz, finde ich. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ich frage mich, wie ich die blauen Punkte bekomme. Okay, Fett. Ja, okay. Fett macht auch ein. Also ich kann durch Fett und Blut die roten hier wegmachen. Ich kann also wirklich die Qualität der Leichen verbessern. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Okay. Bauen. Zack, zack. Okay. Eingelöchert.
Okay. Da oben sollte ich jetzt das andere machen können. Hier, die Steine weiß ich ja, wo ich sie kriege. Aber das machen wir morgen. Ich muss mich schlafen legen, ich habe keine Energie. Ich muss aber auch gucken, wo ich hier andersweitig meine Energie herbekomme. Irgendwie, dass ich eine Zufuhr an Essen habe, weil ich kann ja die Nächte durchmachen. Jeden Tag schlafen ist ja auch doof. Was könnte ich am besten? Ich könnte ein paar Pilze herstellen. Muss ich eigentlich nur ein bisschen Brennstoff rein? Ja, 5 Pilze. Ja, sammeln wir ein paar Pilze. Aber bevor ich die Pilze mache, will ich das erstmal fertig haben. Okay, zack. Dann kann ich das auf 4 Grabsteine tun. Boah, aber die Energie, die geht weg wie nichts. Zack. Ich habe jetzt eigentlich schon keine Energie mehr. Schon heftig. Ja, okay, ich hätte mich vielleicht erst um Essen kümmern sollen. Okay, dann sammle ich jetzt einfach alle Pilze, Äpfel, sonstiges, was ich finde. War ja auch eine ganze Straße mit den Äpfeln. Da sollte ich mich dann mal ein bisschen genauer umgucken. Okay, Grab. Fügt dem 2 hinzu. Hier perfekt, 2 Stück. Hier noch ein Grabstein. Okay, ich habe nicht genug Energie. Zack, essen wir. Dann habe ich genug. Zack und zack. Plus eins nur. Ja, aber wir sind schon auf minus 5 jetzt runter. Okay, Blumenbeet erhöht mein hier alles auch um 2. Ja, für den Rest habe ich keine Technologie. Okay, ich könnte jetzt hier das Zeug auch noch weg. Könnte eine Leichenverbrennung. Kiste und Beet. Hm. Hier wäre zum Anpflanzen nicht schlecht, ne? Hier Meistersammler. Hier Wein. Ja, wie... Ich hatte gerade ein technisches Problem, aber anscheinend habe ich es wieder behoben. Eine Brauplatz, da kann ich Bier machen. Und Dünger. Ja, okay, das ist cool. Okay, hier kann ich bessere Werkzeuge herstellen. Okay, das muss ich ja machen. Freischalten. Hier könnte ich Stahlbahn machen. Es würde alles zu viel kosten. Die Werkzeuge habe ich jetzt nur verbessert, weil meine jetzt gleich kaputt sind. Eisenerzlager, Kohle und Eisenerz.
Okay, wo kann ich noch Pilze und alles sammeln? Wie viel kostet das hier nochmal? Gesteine und Eisenstücke. Okay, dann gehe ich am nächsten Tag hier noch ein paar Steinblöcke machen. Okay, ich habe hier auch noch ein Lager jetzt. Für den ganzen Rest. Ja, ich habe mittlerweile so viele Sachen. Hier Eisenbahn lagern, lagern. Okay, aber wo kann ich Pilze und das weitere? Ah, hier ist noch welche. Perfekt, hier kann ich noch alles sammeln, denn. Es kostet eine Energie, das immer zu nehmen. Oder zwei. Doch, ich bekomme drei Bären. Die sind eigentlich sehr gut. Stimmt, ich könnte mich eigentlich immer zur Taverne hin teleportieren. Ich habe ja jetzt den Stein da. Ja, ich gucke aber erstmal normal weiter. Stimmt, eigentlich müsste ich auch mit dem Händler reden, wenn er mal wieder da ist. Weil der hat ja eine Mission für mich. Eintreten. Hier, komm. Handeln. Beide verkaufen. Ich kann noch einen kaufen. Ja, aber einer reicht ja eigentlich. Würde ich jetzt zumindest mal so behaupten. Okay, wo war das mit den Äpfeln? Das war, glaube ich, zum Leuchtturm dahinter, oder? Da unten ist das mit dem Imker. Beziehungsweise mit dem verrückten alten Mann. Ja, genau, hier sind die Äpfel. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber hey, komm. Wenn ich mal schon dabei bin. Okay, einen Ruhestein benutzen. Nach Hause. Okay, das ist fertig. Gleich noch eins. Hier, komm, hier lasse ich mal das Fleisch verarbeiten. Und wir legen uns für heute hin. Ich habe echt noch nicht viel gemacht und ich bin schon echt 2 Stunden an diesem Spiel dabei. Okay, in der Truhe ist noch gar nichts drin. Ich bekomme 12 Energie hierfür. Aber 3 Pilze, dafür könnte ich 15 Energie haben. Also so toll ist es jetzt auch wieder nicht. Hm. Okay, ja, Fleisch wäre auch nicht schlecht. Okay, was kann ich hier bauen? Nur eine Kiste. Wie räume ich hier auf? Holzplanken und Eisenstücke. Ich brauche mehr Brennholz.
Ja, 11 Stück. Stimmt, ich brauche mehr davon. Okay, Nägel und einfaches Stück. Okay, zack. Ja, die ganze Ausdauer dafür verbrauchen. Gibt aber auch nur rote Punkte dafür. Okay, und 3 Nägelsets. Hier benutzen, 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 benutzen. Ah, wegen so ein bisschen habe ich es jetzt nicht geschafft. Jetzt nächstes nur das Holz. Hier ist nur noch das Hochvergrößern. Ja, für Holzbretter brauche ich das hier oben. Holzbalken und Holzplanke. Werkbank für Holz. Die Werkbank für Holz hier. Noch ein paar Balken. Mit Balken brauche ich aber Holz. Und für Holz brauche ich Holz. Okay, schon wieder nicht genug. Zack, jetzt aber. Werkbank mit... Oh, das passt perfekt hier rein. Super. Jetzt muss ich auch langsam überlegen, weil ich das größer hier mache. Ich habe schon gar keinen Platz mehr. Okay, zack. Holzplanke. Okay. Ein Ding ist eine Holzplanke. Ui, das kann ein bisschen dauern. Das kann wirklich ein bisschen dauern. Aber gibt 2 Punkte dafür. Kann ich das jetzt reparieren? Nein, ich brauche immer noch Stein dafür. Wir haben gelernt, Blut entfernen. Okay, ich habe gefuscht anscheinend. Dann entfernt er es nicht. Macht das bei dem? Ja, perfekt. Okay, kann ich die Leiche nehmen und gleich wieder vergraben. Keine Energie, dann essen wir halt noch was. Jetzt komm schon. Okay, das war's. Wir können uns wieder hinlegen. Am nächsten Tag kümmere ich mich jetzt aber wirklich um... ein paar Steine. Weil vom Rest sollten wir denn wirklich, wirklich erstmal genug haben.
Ja, ja, fühle ich nur erfrischt. Okay, heute muss ich zum Leuchtturm, bevor ich es wieder vergesse. Aber zuallererst. Gehen wir mal zu unserem Stein, was wir abbauen können. Nicht ernten. Jetzt zack. Dafür holen wir uns jetzt so, ja, 3 Stück. 5 Stück. Ich denke, 5 Stück sind in Ordnung. Warum machen wir 6 draus? Was? Werkzeug, rostige Spitzhacke ist kaputt. Okay, es sind doch nur 3 geworden. Okay, jetzt aber schnell damit weg. Okay, das lässt sich jetzt nicht mehr so leicht verschieben. Komm schon. Lasst euch verschieben. Ja, okay, dann nicht. Okay, zack. Zack. Na, das machen wir wieder weg. Wir brauchen 3 davon. Ja, damit ist unsere Ausdauer und unser Tag heute auch schon, dann glaube ich, vorbei. Okay, jetzt gehen wir aber erstmal mit dem Teleporter zum Leuchtturm. Hier können wir mit ihm reden. Hallo, Astrologe. Bist du der Astrologe? Das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendwas, außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also kannst du mir nicht helfen? Mal sehen. Du kümmerst dich um den Friedhof. Ja. Still. Bring mir einen Schädel. Das ist verboten. Aber wen kümmern schon die Regeln dieses blöden Inquisitor, oder? Den schwatzhaften Gary? Er ist mein Freund irgendwie. Ich glaube nicht, dass es angemessen wäre. Nein, ich brauche einfach irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Okay, jetzt müssen wir das freischalten. Sonst können wir keinen Schädel raustun. Ich habe noch 22. Was kann ich denn noch? Ja, na, pflanzen tue ich jetzt erstmal nichts. Beet mit Stäben, ja komm. Kann ich mir einfach mal holen. Und den Rest sparen wir erstmal. Geht zum Totenpferd. Handeln. Bitteschön. Okay. Könnt ihr jetzt gucken, ob ich irgendwo was halbwegs Gutes bekommen könnte? Okay, ich muss die Spitzhacke reparieren. Und eigentlich müsste ich auch gucken, warte. Ihr Werkzeug.
Ah, dafür brauche ich den Amboss wahrscheinlich. Ja, wäre nur logisch, wenn ich den Amboss so bauen kann. Und mit den Teilen kann ich meine Farm erweitern. Ja, okay, bevor ich das mit der Landwirtschaft mache, gehe ich erstmal nach Hause. Und repariere hier diesen Platz mit dem Esel. Okay, fertigstellen. Zack. Es verbraucht aber viel Ausdauer. Okay, hauen wir dich erstmal hier rein. Okay, jetzt muss ich das auch. War klar, dass das denn nicht reicht. Komm, ein bisschen Menschenfleisch essen. Das sollte jetzt aber reichen. Perfekt. Und noch ein paar Balken, um den Tisch hier zu machen. Jetzt kann ich einen Schädel.